Schnittumkehr ist extrem stark und das macht das Nachziehen sehr schwer. Ist der Gegner auch unter einem sehr starken Zeitdruck selber und hat das Problem, dass der Ball natürlich mit umgekehrtem Schnitt retour kommt, wenn man aufzieht mit Unterschnitt. Und das kommt ein schneller Unterschnitt, wenn der flach gespielt ist, dann ist das ja spielzerstörend für das Angriffsspiel. Besonders unangenehm ist die Verkürzung des Balls, wenn man aufzieht, dass auf dem Block vom Bett der Ball abstürzt. Ja. Und die Flugbahn ist beim Angriffsball immer flach und bedingt durch einen Ball, den man vorher gespielt hat, bekommt man den anderen Schnitt retour. Also es kann, wenn man einen starken Unterschnitt gespielt hat, überraschend auf den Oberschnitt kommen und beim Topspin überhaupt
ist ganz schwer zu nachspielen. Der Vorteil von Glide gegenüber anderen Klantibelegen ist, dass die Winkelanfälligkeit deutlich herabgesetzt ist. Das heißt, ich muss meinen Schlägerwinkel nicht mehr so stark anpassen, je nachdem wie der ankommende Schnitt ist. Das ist stark reduziert. Also ich kann den Winkel mehr oder weniger beibehalten und muss den nicht mehr so stark verändern, wie das in der Vergangenheit war. Das bedeutet eine stärkere Sicherheit und gleichzeitig ist es aber so, dass auf Blockbälle der Schnittumkehr viel stärker ist und die Ballflugbahn extrem flach ist, was den Block sehr gefährlich für den Gegner macht. Auf der anderen Seite ist der Vorteil, dass wenn ich angreife, die Geschwindigkeit ziemlich stark ist, ziemlich schnell ist für einen Klantibelag. Und das ist natürlich eine gute Mischung, einerseits die Sicherheit beim Block und andererseits die Gefährlichkeit auch durch Schnelligkeit beim Angriff.